Die Geschichte, die hier erzählt werden soll, handelt nicht von einer gerichteten Entwicklung, von einem eindeutigen Prozess oder gar von einer unaufhaltsamen Zerstörung. Bei dem Verhältnis von Gesellschaften zu ihrer natürlichen Umwelt handelt es sich vielmehr selbst um einen Naturprozess, der leichter zu beobachten als zu steuern ist. Die industrielle Transformation hat die überkommene Agrikulturlandschaft allmählich zum Verschwinden gebracht. Als vorläufiges Ergebnis hat sich ein neuartiger Landschaftstypus formiert, der als totale Landschaft bezeichnet werden soll. Diese neue Landschaft ist allerdings nicht stabil und sie steuert auch keinem erkennbaren stabilen Endzustand zu. Sofern diese Landschaft überhaupt Ordnungszustände annimmt, handelt es sich um flüchtige Muster, die auf die dauerhaft hohen Energiedurchflüsse angewiesen sind. Die industrielle Transformation wurde geradezu sinnlich erfahrbar, indem die Menschen und Dinge buchstäblich in rasende Bewegung versetzt wurden. Alles wurde überall und gleichzeitig verfügbar. Entfernungen, Räume, Barrieren aller Art verschwanden. Verkehrssystem und Siedlungsstruktur sind daher unauflöslich miteinander verbunden. Beide bilden eine Einheit. Sie verstärken sich wechselseitig. Das Auto erzeugt die Stadtflucht und die Stadtflucht begünstigt das Auto. Die Transformationsgesellschaft muss, gerade weil sich in ihr keine stabilen Muster herausbilden, permanent offen für Veränderungen aller Art sein, denen sich ihre Elemente jederzeit flexibel anpassen müssen. Es gibt in ihr nichts Festes mehr, sondern alles ist flüchtig, vorläufig, abstrakt und bewegt sich unbekannten Horizonten entgegen. Nichts kann in diesem dynamischen Gefüge mehr Sicherheit verleihen. Wir konnten im Zeitraffer eine fundamentale Transformation beobachten. Es ging um nichts Geringeres als um die Neukonstruktion einer Landschaft innerhalb kürzester Zeit, zum Teil begleitet von Planungen, vielfach aber im Selbstvollzug individueller Interessen. Die Physiognomie der totalen Landschaft ist ein Residualprodukt einer Vielzahl von Handlungen, die jeweils eigene Zwecke verfolgen. Doch ist sie in ihrer realen Gesamtheit von niemandem gewollt.
Heute ist generell die Vision einer solchen Planbarkeit der sozialen, ökonomischen, aber auch technischen Wirklichkeit unglaubwürdig geworden. An ihre Stelle ist die Überzeugung getreten, dass es keinen totalisierenden Plan geben kann, sondern dass sein Scheitern vorprogrammiert wäre. Städte vollziehen daher das Strukturprinzip der Transformation. Sie bilden einen bloßen Augenblick innerhalb einer pulsierenden Wirklichkeit.